Ja, hallo Leute, da ist wieder euer Toso und wir haben uns da ein bisschen verfranst, weil der leuchtende Pfad zeigt hier hin, aber wir müssen in die Taverne und ich weiß ja, dass die da unten im Dorf ist. Ich laufe jetzt einmal darunter, sonst versuchen wir es dann mit der schnellen Reise. Weil, ja, das geht ja ganz und gar nicht. So, es wird dunkel und der beste Zeitpunkt, um einen zu heben, ist ja bei Sonnenuntergang, wie jeder weiß. Du gehörst ins Bett, Schnucki. Du auch. Es sind nur mehr Kinder unterwegs und Hausfrauen, die heimrennen. So, ups, Entschuldigung. Hausfrau Tina. Ich habe nichts gegen Hausfrauen, aber ich... Schau, Gildensiegel zeigt es an. Na gut, aber da ist er ja schon. Wart ihr erfolgreich? Fantastisch. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwähnt hat. Ihr Anführer ist ein Mann namens Saker. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Kommt mit. Also gehen wir einen Heben. Wir gehen einen Heben. Sir Walter, Schrank von einem Mann. Aber die Getränke machen süchtig. Schascha. Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer. Nehmt ihm die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Ja. Versucht diese Flecken einfach zu ignorieren. Was für Flecken? Und warum soll das schon wieder ich alleine machen? Caramba. Keine besseren Waren in ganz Brightwall. Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowierungen fehlen. Aha. Aber ihr könnt bestimmt alles Notwendige in der Stadt besorgen. Ich werde herumfragen, mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Saker und seinen Söldnern. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft. Der setzt ja viel in mich oder auf mich. Ja, wir werden uns da umkleiden gehen einmal, ja? Okay. Ein neues Kostüm. Das ist wohl die beste Söldneruniform, die man für Geld bekommen kann. Das ist schon etwas ironisch. Ja, Kostüm, Söldnerkostüm, Herrn. Wir werden das anziehen müssen, es bleibt uns nichts übrig, gell? Okay. Ja? Oder können wir... Wir brauchen ja nichts anderes, gell? Ihr seht aus wie ein Bilderbuch-Söldner. Könnte damit zu tun haben, dass ihr so angezogen seid. Ja, na gut. Was jetzt? Haben wir keine Waffen, oder wie? Gehen wir mal zurück, ja? Vielleicht könnt ihr mit Kosmetik noch etwas retten. Waffen haben wir. Im Wolfspilz. Was kann ich bringen? Ist es nicht traurig, wie man sich ständig dem Alkohol zuwendet? Aha, schauen wir uns da mal um. Da gibt es ja nichts. Nachtschirm, wo man hinschaut. Glaubt denn jemand, ich kann hier schlafen? Nö. Gut, irgendwas mit Bart und Tätowierungen, hat er gesagt, der unser Schrank. Habt ihr etwas, das ich euch abkaufen kann? Wir werden da als... Ja genau, wir müssen ja da schauen, dass wir Geld kriegen. Jetzt schauen wir, ob wir was verkaufen können. Geschenke und Verschiedenes. Wo hat denn da jetzt ein Notstand? Zeitverzögerungstränke, nö. Kleidung braucht er auch nicht. Aha. Bring
ist so mir, was ihr nicht mehr wollt. Ich kaufe es. Ja. Amethyst. Holzschwert. Bringt nicht so viel. Kakat. Aha. Wenn es noch schlimmer wird, muss ich schließen. Und das wird eine Geisterstadt. Ja, ich verkaufe jetzt gar nichts. Jetzt gehen wir mal noch zurück in den Unterschlupf und schauen, ob der uns helfen kann. Es soll ja nicht so befriedigend sein, wie eigenes Geld zu verdienen. Hoffentlich empfindet ihr es nicht als zu erniedrigend. Nö, überhaupt nicht. Aber wie schaut's aus mit Tätowierungen und so? Gehen wir mal da rein wieder. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. So. Den brauchen wir nicht. Kostüme, Tätowierungssätze haben wir keine. Gesichtsbehaarung. Na, der hilft uns nicht weiter. Ja? Ist wurscht, erklären Sie mal den Raum. Ich werde euch folgen. Nähert euch einem Gegenstand und ich sage euch etwas darüber. Wenn ihr ein Geschenk bekommt, bewahre ich es. Aha, Aggression, der ist schon. Oh, unser Hund. Gut. Wir können ihn umbenennen, das werden wir dann machen. Er heißt noch immer Fauler Sack. Das Gildensiegel, das ist das Siegestraße-Portal. Richtig verwende, aber egal. Und hier? Heldenstatus. Gucken wir mal. Moral gestiegen, Gewicht aber untergewichtig, Attraktivität. Sterndal, Feuerball, ja, gut. Stärke und Gestalt, magische Aura gleich 0. Oh weh. Dann hier. Ah, das ist für Xbox Live. Und hier waren wir schon. Was ihr errungen habt, ist wirklich sehr beeindruckend. Aha, und was haben wir? Raum erklären können. Was kann ich erläutern? Nähert euch irgendeinem Gegenstand. Ja. Komm, Jasper, sag was. Da ist ja noch Raum. Elendiglich viel. Das Bild enthält Aufzeichnungen über eure letzten Transaktionen. Aufträge. Wir haben ja schon, ja, aber nicht so viel, gell? Und dort? Wenn ihr euer Geld nicht ausgebt, findet es sich hier einen Goldhaufen. Da haben wir ja Menge Platz. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen werden. Auf der Kiste steht, ihr müsst einen Goldberg besteigen und dann alles verlieren, um mich kennenzulernen. Ja, gut. Okay, wir haben jetzt den sogenannten Schatzraum. Uns erklären lassen von Jasper. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Das ist die Ankleide, die hatten wir schon. Das hatten wir auch. Gut. Und jetzt noch einmal die Karte. Die haben wir auch noch nicht erklärt. Da waren wir schon. Mistpeak-Tal. Dort werden wir uns kloppen gleich einmal. Da ist auch noch der Quest, gell? Na gut. Wir können da interagieren auch. Das heißt zoomen. Gut. Oh, seht euch das an. Ist ja nett. Oha. Breitwollklingen, Waffen. 30% Rabatt auf alles. Waffenausverkauf. Aha. Das ist ja toll. Da können wir uns gleich einen Überblick verschaffen. So, da hatten wir Glück auch noch. Was ist das? Ah, das ist die traurige Möbelverkäuferin, die Katharine.
30% auf alles. Und das hier. Kliegler, Kleider. Schneiderin Holly, 30% auf alles. Verdient 5,15 Gold durch Arbeit. Wieso? Ja, das mache ich dann gleich. Aber das ist der Quest. Also das schaut ja aus wie der Quest, ja. Na gut. Ja, dann machen wir die schnelle Reise dorthin einmal, ne? Also warum müssen wir jetzt 5,15 Gold verdienen? Das verstehe ich ja auch nicht. Im Wolfsfeld verdient 5,15 Gold durch Arbeit. Ja, ich werde einfach das hier mal annehmen. Ja, Gildensiegel. Haha, was soll das? Ah, hallo! Warum habe ich da jetzt... Das brauchen wir alles nicht. Gehen wir wieder zurück. Seid kein Geizhals und kauft ein Geschenk! Geh, lass mich in Ruhe jetzt. Könnte interessant werden. Bin mal sehen. So nervös vor dem Bewerbungsgespräch. Okay, wir machen einen Schnitt. Ich mache dann ein bisschen Geld und dann schauen wir weiter, okay? Bis gleich, euer Tosa. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt Kuchen gebacken und genug Geld verdient, damit wir uns das kaufen können, was wir brauchen. Und das Gildensiegel hat gezeigt, wir müssen schnell in den Unterschlupf nachschauen, um was es geht. Na, was ist denn das? Da ist der Quest. Seht ihr das Zeichen? Und kauft die Söldner-Tätowierung. Und das ist hier. Gut. Söldner-Tätowierung. Alles Ziel setzen. Gut. Und schnelle Reise. Oh. Da sind wir schon wieder. Und wir werden uns jetzt eine Söldner-Tätowierung kaufen. Ohaha. Der schaut das ja freundlich aus. Das Abenteurerleben ist bestimmt ziemlich aufregend. Hallo, wie geht es euch? Verdammt, aber ihr habt kein Gefühl für Mode. Ja, das stimmt schon auch. Wow! Warst du schon an vielen verschiedenen Orten? Ich möchte auch weit herumkommen. So. Das Hetero, das gibt's doch nicht, ha? Papierzeit. Na gut, ich hätte ihn ja irgendwie anders eingeschätzt. Und Tätowierungen, was gibt es da? Seltener Bart in der Ankleideäußerung. Ja, genau, das wissen wir schon. Seltene Armtätowierung rechts 500. Meine berühmten Bärte verleihen jedem Gesicht Ausdruckskraft. Ja, wir werden die. Was sucht ihr? Ja, wir werden die kaufen müssen, gell? Schaut euch die Tätowierung an. Ah, gut. Ihr zahlt gutes Gold für gute Qualität. Gehen wir mal in die Ankleide. Eine neue Tätowierung ist verfügbar, ja? Falls ihr euch undekoriert fühlt. Tätowierungssätze, Söldner-Tätowierung. So, das tragen wir gleich, ja? Zack, und schauen wir sie drauf. Etwas an euch ist anders. Oh ja, das Muster in eurem Fleisch, das muss es wohl sein. Du bist doch nett. Dann haben wir die und dann brauchen wir auch nicht noch... Nicht abstoßend, geht aber in die Richtung. Ja, du hast schon recht, das schaut schon witzig aus. Wir haben Ware, die euch gefallen könnte. Ja, die müssen wir kaufen, es nutzt ja nichts. Es ist zwar teuer, aber die Ware ist jede Unze Gold wert. Okay. Ihr habt neue Gesichtsbehaarung. Ja. Und die schnappen wir doch gleich. Okay. Der Bart müsste von Vorteil sein, wenn ihr Arbeit im Technologiesektor sucht. Okay, Leute, das war jetzt unser Anfang des neuen Quests. Hat